Wir haben versucht, sämtliche Geldbeträge einigermaßen aufzuführen und zu erklären. Andrea Hartwig fragt um Rat. Sie hat einen Pflegefall in der Familie. Die Behörden waren bis jetzt alles andere als hilfreich. Eine Situation, die sie lange zur Verzweiflung getrieben hat. Man weiß überhaupt gar nicht, wo bekomme ich Hilfe, wenn ich ein Pflegefall werde oder wer kommt für die Kosten auf. Ich habe lange gesucht, um überhaupt Informationen zu bekommen, was muss ich tun? Wenn da das Pflegeheim nicht gesagt hätte, gehen Sie da oder dahin, ich hätte nicht gewusst, was ich machen sollte, welche Ansprüche ich überhaupt habe. In dieser Situation hat Andrea Hartwig die Hohe Straße 15 in Bochum aufgesucht. Hier hat der SoVD in Bochum seinen Sitz und hier hilft und berät der Jurist Thomas Eberl. Mit den Problemen, die du hast, gehst du zu dem gesetzlichen Leistungsträger, zur Agentur für Arbeit, zur Rentenversicherung, zur Krankenkasse. Aber dort werden halt die Interessen der Krankenkasse, der Agentur für Arbeit und der Rentenversicherung vertreten. Das heißt, es geht darum, wir müssen sparsam umgehen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und wenn du selber deine Rechte nicht kennst, dann kann es durchaus sein, dass du relativ viel Geld rechts und links liegen lässt. Der SoVD hat mir komplett geholfen. Ich war 30 Jahre alt. Ich hatte von Schwerbehinderung, Krankheit, so gut wie überhaupt keine Ahnung. Und von daher wäre ich ohne SoVD aufgeschmissen gewesen, weil das kann doch keiner von uns formulieren. Wer soll das schreiben? Wer soll das beraten? Wer soll die Anträge stellen? Nee, also ohne Verband nichts. Wir haben Jutta König geholfen und sie ist als Ehrenamtlerin beim SoVD geblieben. Und wir helfen vielen Menschen, zuerst mit unserer Beratung und oft auch vor Gericht. Jahr für Jahr erstreiten wir Millionen von Euro für unsere Mitglieder. Überall werden Fragen gestellt, die Sie als Laie, Außenstehende meistens nicht wissen oder nicht wissen müssen oder nicht können. Die Internas, die da laufen, die wissen aber Sie, was da abgeht, wie man das machen muss oder wie man das handeln muss. Und das finde ich gut.